Ja, ich glaube, dann darf ich starten. Also ich bin Florian, ich werde euch heute ein bisschen was über Videostreaming bei den Chemnitzer Linux-Tagen erzählen. Ich selbst mache das seit 2014, ich glaube, das gibt es aber seit 2009. Und seit 2005 gibt es sogar schon Audio-Streams, also Radio Unique, der Campus-Sender, der streamt die Chemnitzer Linux-Tage bzw. die Vorträge dazu, schon seit 2005 auf der Website der Linux-Tage. Kurz zu mir. Ich arbeite beim ARD Playout Center in Potsdam und habe vorher Medientechnik in Mittweida studiert und meine Masterabschlussarbeit habe ich über Open Source Livestreaming geschrieben, um genau zu sein, Open Source Livestreaming mit MPEG Dash. Wie kriegt man das hin? Geht das? Erfüllt das die Anforderungen einer Rundfunkanstalt? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich habe diese kleine Agenda hier vorbereitet. Zuerst mal ganz kurz über die Grundlagen, also irgendwie Standards, Protokolle, alles, was da so wichtig ist. Dann, welche Hardware benutzen wir, welche Software benutzen wir oder besser gesagt, warum machen wir eigentlich alles mit Software und benutzen kaum Hardware. Dann der Aufbau im Detail, welche Sachen sind wie miteinander verknüpft. Das ist ein ziemlich langes Kapitel, weil wir sehr viel VLC benutzt haben vor dem Jahr 2017 und dann komme ich zu dem, was wir halt ab jetzt machen oder beziehungsweise seit diesem Jahr. Dann noch kurz zu Webplayern, also was brauche ich, um heute erfolgreich mehr oder weniger auf Internetseiten zu streamen und ja, sofern Zeit ist und was ihr vielleicht auch wollt, eine kurze Live-Demo, irgendwie mal auf die Oberflächen drauf gucken, was wir halt so sehen. Und dann habe ich noch einen kurzen Ausblick, was eventuell irgendwann vielleicht mal von uns gemacht werden könnte. Da gibt es ein paar ganz nette Protokolle. Wollte ich ja schon dieses Jahr machen, aber naja, wie das immer so ist, die Zeit fehlt dann doch und dann macht man das, was man kann und glaubt zu können. Genau, aber erstmal zu den Grundlagen. Und zwar ganz wichtig, RTMP-Protokoll ist letztendlich auch heute noch das einzige echte Streaming-Protokoll, was man benutzt. Real-Time-Messaging-Protokoll, früher von Macromedia entwickelt, wurde ja irgendwann von Adobe aufgekauft, also gehört Adobe, benutzen wir heute auch noch, um die Streams zu unserem CDN zu transportieren. Dann HLS, quasi der Platzhirsch mittlerweile, hat Apple eingeführt, weil sie gesagt haben, RTMP auf unseren iPhones gibt's nicht, wollen wir nicht. Und haben halt HLS entwickelt. Da kamen dann noch ein paar andere Standards, die zum Glück heute nicht mehr ganz so wichtig sind. Dafür ist heute MPEG Dash meiner Meinung nach so der wichtige Standard. Gibt es allerdings auch schon Nachfolger. Außerdem RTP-Streaming, das wäre so quasi die offenere Variante zu RTMP. UDP-Streaming haben wir auch mal eine Weile benutzt. Machen wir heute nicht mehr wirklich. Ist einfach zu anfällig in einem Netzwerk wie hier. HDS-Streaming war das Gegenstück zu HLS, was Adobe damals entwickelt hat. Und was man sich auf jeden Fall schon mal merken sollte, ist CMEF. Ich glaube, es ist gerade noch in der MPEG-Standardisierung drin. War so ein bisschen der Kompromiss zwischen Microsoft und Apple zu sagen, MPEG Dash, Apple wollte nicht so richtig. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann machen wir jetzt mit Microsoft CMEF zusammen. Am Ende sieht es genauso aus irgendwie für mich zumindest wie MPEG Dash, funktioniert auch fast genauso, hat aber noch so ein paar tolle Funktionen wie Low Latency Streaming. Also ich habe letzte Woche, glaube ich, in Wiesbaden erst gesehen, vom Encoder bis zum Playout im Player auf der Webseite einen Delay von 2 bis 4 Sekunden, je nachdem wie schnell der Encoder ist. Das ist schon wirklich beeindruckend, wie ich finde. Aber ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Aber erstmal zu der Hardware und Software, die wir so benutzen. Da gehört dazu ein paar PCs, dann ein paar VGA-Grabber, heutzutage HDMI-Grabber, dann FFmpeg-Engines sind so die Tools, die wir heutzutage benutzen, OBS, also Open Broadcaster Studio, VLC war sehr lang und sehr aufwendig und dann haben wir noch einen CDN-Provider, ich glaube seit 2015, der uns bei der Distribution der Streams unterstützt, was tatsächlich sehr hilfreich ist, da wir das garantiert selbst nicht so gut wuppen könnten. Man sieht an der Hardware, wir hatten irgendwie damals 8 Rechner, also 6 Vortragsräume plus ein Ersatzvortragsraum, falls irgendwie zu viele Leute kommen, plus noch eine Ersatzhardware, falls uns irgendwo was abstürzt.
Aber das nur so dazu, genau. Damals haben wir noch die Technik so ein bisschen aus der Hochschule mit weiterbekommen. Da war damals auch 2014 zumindest der Streaming-Server, ein Adobe-Streaming-Server. Der ist bis heute noch aktiv. Ich kann es im Übrigen nicht empfehlen. Da gibt es heute tollere Sachen. Das Capturing damals haben wir im Übrigen VGA halt mit Windows gemacht, weil der Treiber für den VGA-Grabber, den wir benutzt haben, einfach stabiler unter Windows funktioniert hat. Der hatte noch so ein paar Zusatzsachen. Wir konnten eine Grafik hinterlegen, die angezeigt werden soll, wenn kein Input-Signal anliegt. Solche Sachen waren unter Linux damals einfach nicht möglich. Ja, zum Aufbau. Wichtig irgendwie letztendlich für uns beim Streaming war, dass wir, oder ja, die wir zu bedenken hatten, waren Sachen wie, jeder Referent bringt seinen eigenen Laptop, hat eine eigene Präsentation, die mal 4:3, mal 16:9 ist. Die Auflösung ist auch immer so eine Sache. Manch einer schreibt viele Skripte während der Präsentation in sehr kleiner Schrift. Das alles war irgendwie zu bedenken. Dann gibt es noch unterschiedliche Beamer an den Decken. Das ist heutzutage zwar nicht mehr so, war aber damals noch ein Thema. Dann galt natürlich der Zuschauer, also ihr jetzt in dem Fall, der hat die höhere Priorität vorm Streaming, also sollte nicht beeinflusst werden. Und generell sollte eben der ganze Ablauf der Linux-Tage nicht durch uns zu sehr beeinflusst werden. Wobei, man hat es in dem Bild am Anfang schon gesehen, wir belegen sehr viel Platz im NOC nebenan. Ja, also der grundsätzliche Aufbau, wir hatten irgendwie vorne einen VGA-Splitter, der die Signale aufgesplittet hat für Beamer und für das Capturing. Dann gab es eine Weiterleitung an das Encoding und an den Schnitt im NOC. Und dann ging das Ganze an den Streaming-Server bzw. an die Distribution. Und im Detail sieht das Ganze so aus. Wir hatten ein Capturing und Encoding halt vorne ganz am Anfang. Ich kann mal schauen, ob ich hier den Pointer hier drauf kriege. Genau. Also ganz vorne das Capturing mit VLC gemacht. Da wurde dann nochmal ein Ableger von gezogen, der das Recording gemacht hat für die spätere Website-Veröffentlichung. Das Ganze wurde dann per MPEG-Transportstrom, was wiederum nur VLC kann, deswegen halt nicht FFmpeg so oft, sondern VLC, wurde in das Encoding geschickt. Da haben wir uns die Playlist-Funktion vom VLC genommen und zwischen verschiedenen Quellen hin und her geschalten, also Backup-Standbilder, wir hatten noch eine Foyer-Kamera und dann haben wir festgestellt, okay, wenn wir jetzt hier hin und her schalten, dann stürzt unser finales Encoding ab, also haben wir noch eine Signalbereinigung dazwischen gepackt und haben das dann erst per RTMP rausgeschickt. Also schon ziemlich hart. Es ist auch nicht wirklich stabil gewesen, muss man auch dazu sagen. Zuerst allerdings mal zum Capturing. Wir haben uns eine Vielzahl von Skripten geschrieben, dadurch, dass halt Windows war, natürlich Batch-Skripte, da haben wir irgendwie ein paar Variablen oben definiert. Die VGA-Grabber, die wurden per USB erkannt über ihre Seriennummer, das heißt, wir mussten für jeden Raum mehr oder weniger eine eigene Variablenbeschreibung machen, konnten da irgendwie keinen Standard einfach nehmen, haben also die Skripte alle per Parameter aufgerufen und dann die Variablen gesetzt. Ach, und das Audio-Encoding kam natürlich dann, also das Audio kam über die Audio-Streams, die ja sowieso schon existierten, in unser Video mit rein. Dadurch auch gewisses Delay, aber ja, war halt die einfachste Möglichkeit. Und dann geht es an das Transcoding. Wir haben uns damals wie heute für 16:10 Auflösungen entschieden. Sieht man allerdings hier gerade gar nicht. Und haben das Ganze aufgrund von Geschwindigkeit der Rechner in MPEG-2 transkodiert und dann als Transportstrom im lokalen Netzwerk zur Verfügung gestellt. Genau. Und den Ausgang haben wir uns dann halt noch auf einen FFmpeg gepiped, der dann eben die lokale Aufzeichnung gemacht hat. Ja, nächste Station wäre dann in dem Fall unsere Foyer-Kamera. Wir hatten damals diese schöne Foyer-Kamera da oben installiert. Hatte den Vorteil,
die Skripte waren nicht wirklich stabil, irgendwas ist immer irgendwo abgestürzt und wenn man nur ein Standbild sieht, während mal nichts läuft, also in der Pause zwischen den Streams, dann hat man so gedacht, naja, funktioniert ja alles. Und wenn man dann irgendwie eine halbe Stunde später wiederkam, hey, Moment, das steht ja immer noch, das ist aber komisch. Und da war halt dieser Pausenstream ganz praktisch, da ist immer ein bisschen Bewegung drin. War halt so eine Idee, haben wir dann auch noch rausgeschickt. Und den haben wir tatsächlich mit FFmpeg encodiert, weil, sieht man an der nächsten Folie, wir ein Grafik-Overlay machen wollten. Also willkommen bei den Chemnitzer Linux-Tagen, sah dann in etwa so aus. Und das haben wir auch mit VLC probiert. Der hat da so eine Mosaikfunktion, aber das war überhaupt nicht stabil. Und deswegen haben wir an der Stelle FFmpeg genommen. Und weil FFmpeg aber dahingehend irgendwie so ein bisschen nicht die Möglichkeit bietet, das Ganze per HTTP-Streaming rauszuschicken, was für uns die stabilere Version gewesen wäre, sind wir also von FFmpeg raus per UDP-Streaming auf die lokale Maschine, haben das dort mit VLC wieder abgegriffen und haben es dann als HTTP-Stream im Netzwerk zur Verfügung gestellt, um es weiter zu verarbeiten. Der FFmpeg hat allerdings gleich noch die Aufgabe übernommen, den Stream selbst, also nur die Foyer-Kamera, nochmal für Zuschauer, die Lust drauf haben, zum CDN zu verschicken. Ja, und so sah das Ganze dann aus VLC-Sicht aus. Ist am Ende das gleiche wie bei dem Capturing der PCs auch. Ja, zum Encoding, also wir hatten halt einen VLC-Player, der uns ein Standbild die ganze Zeit generiert hat. Dann hatten wir einen VLC-Switch, also der hat eben die Playlist zur Verfügung gestellt, in der waren alle Quellen bereit und konnten halt dadurch hin und her schicken. Der VLC-Switch hatte außerdem das HTTP-Interface aktiviert, das heißt, wir konnten über eine Website unsere Switche steuern, ohne dass wir irgendwie auf den VLC mussten, da hin und her schalten oder irgendwie per VNC da rumschalten. Genau. Und am Ende wurde eben alles nochmal neu encodiert. Ich weiß nicht, also 5-6 Mal wurde garantiert jedes Signal encodiert. Ja, und die Sachen hat uns alle VLC zur Verfügung gestellt. Und am Ende eben FFmpeg, weil VLC kann kein RTMP. Und das brauchen wir aber, um zum CDN zu kommen. Genau. Dann kommen wir auch schon zur letzten VLC-Folie heute, zum Glück. Oben also wieder das Typische zur Initialisierung. Also wir haben die Videosignale der einzelnen Vortragsräume definiert. Die werden dann eben per Parameter aufgerufen. Außerdem haben wir die Audio-Streams, die reinkommen, per Parameter definiert. Und dann haben wir für den Playout unterschiedliche Ports zu den Streams definiert, um dann später hinten raus wieder die einzelnen Streams uns abzugreifen. Das HTTP-Interface erkennt man an dem Extra-Interface-Kommando in der Zeile 14. Ja, und so hatten wir dann insgesamt 6 solche VLC-Switch-Instanzen, die uns die 6 Vortragsräume definiert haben. Ja, dann wird alles neu encodiert und raus geht's. Jetzt sind wir aber zum Glück nicht mehr im Jahr 2015, sondern im Jahr 2018 und wir haben halt dieses Jahr den Schritt gemacht von VGA auf HDMI. Im Prinzip ist alles quasi genauso, nur dass wir eben jetzt statt diesen VGA-Grabbern diese super coolen Magewell HDMI-Adapter genommen haben, die ich im Übrigen sehr empfehlen kann. Die habe ich an verschiedenen Stellen schon ausprobiert. Die funktionieren einfach super. Es gibt für alle Betriebssysteme Treiber, die super funktionieren. Es gibt Tools, mit denen man die Magewell-Adapter updaten kann oder irgendwie Konfigurationen ändern kann. Diese Dinge halt. Und das Tool praktischerweise funktioniert, ohne dass man es installieren muss. Da haben sie also wirklich echt weit gedacht, wie ich finde. Dann das Switching haben wir eben nicht mehr mit VLC, sondern das machen wir jetzt direkt bei den Encoding- und Capturing-Clients ganz am Anfang über einen Open Broadcaster Studio. Und dann haben wir im NOC auch keine Hardware mehr. Stattdessen haben wir 2 virtuelle Maschinen mit einem Ubuntu, die
einfach eigentlich nur einen RTMP-Server uns nochmal zur Verfügung stellen als Nginx. Und damit können wir einfach ein Monitoring irgendwie noch realisieren, bevor es zum CDN geht, und das dauert alles Zeit. Und da haben wir halt gesagt, komm, wir machen irgendwie noch eine VM davor. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben auf dem Nginx die Möglichkeit, gleich die Streams mitzuzeichnen für das Video on Demand später und können auch so ein paar andere Sachen steuern. Nginx in dem Fall ist wirklich eine super Angelegenheit mit diesem RTMP-Plugin, was es dafür gibt. Wir hatten mit OBS haben wir die Möglichkeit, Standbilder zu schalten. Wir können Videos schalten. Ich habe gestern testweise die ganze Zeit immer eine Splitscreen-Grafik laufen lassen mit Sintel als Video, einfach damit wir wissen, da läuft was. Wir haben jetzt dank dieser Matchwell-Adapter, die einen Audioeingang haben, synchronen Ton. Vorher hatten wir ja irgendeinen Audio-Stream, der irgendeinen Delay hatte und irgendwie nicht zu dem passte, was wir gemacht haben. Jetzt können wir halt direkt aus diesen Composer-Hardware-Einheiten von der Audio-Streaming-Abteilung uns einen Link abgreifen und in unser Videosignal mit reinpacken. Hat leider den Nachteil, dass da Brummschleifen entstehen. Da müssen wir uns nächstes Jahr noch was überlegen. Aber wir können ansonsten Übergänge schalten. Haben ein Webinterface, was ich sehr praktisch finde und irgendwie auch sehr cool umgesetzt. Und ja, so sieht das Ganze aus. Die ganze Zeit schön darüber gequatscht. Wir könnten ja mal eben von diesem Vortrag hier rüberschalten. So sieht das Ganze momentan aus. Leider auch immer noch Windows, weil wir bei der Installation vom Linux festgestellt haben, Moment, unser Open Broadcaster Studio, das funktioniert nicht, es meckert, es will irgendwie eine andere Grafikkarte, einen anderen Grafiktreiber, und weil irgendwie diese Woche Montag nicht mehr so viel Zeit war, sich da noch 3 Tage mit zu beschäftigen, haben wir halt gesagt, komm, letztes Jahr hat es auch mit Windows funktioniert, dann werden wir jetzt wieder Windows installieren und dann funktioniert es auch, so wie es eben das auch tut. Praktischerweise loopen wir uns jetzt gerade selbst. Das ist immer eine sehr gute Geschichte. Und wo wir gerade an der Stelle sind, zeige ich euch noch, wie das Webinterface dazu aussieht. Also ich könnte jetzt hier den Stream wegschalten, irgendwie Programm, Beamer. Sehen jetzt die Stream-Leute wunderbar. Ah, jetzt bin ich weg. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Ja, schön. Genau. Hat allerdings immer noch den Nachteil, wenn ich mich selbst abgeschaltet habe per Webinterface, sehe ich natürlich nicht mehr, was gerade hier passiert. Also wenn jetzt hier ein neuer Vortrag startet, haben wir ja meistens irgendwie eine No-Livestream-Tafel oder zeigen die kommenden Vorträge. Und dann müssen wir halt wieder per VNC auf den Encoder drauf, um zu gucken, ist derjenige bereit, können wir anfangen, und dann müssen wir halt von da schalten. Also so richtig ausgereift ist es noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Als Nginx-Konfiguration auf unseren VMs, da haben wir einen Ubuntu installiert. Einfach irgendwie war meiner Erfahrung nach die bessere Multimedia-Unterstützung mit FFmpeg und den Sachen, die so bereitgestellt werden. Wir haben mit Nginx das RTMP-Modul selbst reinkompiliert von Aroot in dem Fall. Es gibt allerdings, das habe ich weiter unten verlinkt, wenn man MPEG-Packaging machen will, noch ein anderes Paket, einen anderen Fork. Wer da Interesse hat, einfach mal den Link abschreiben, abkopieren, wo unter anderem auch mit meiner Zuarbeit die Varianten, die verschiedenen Videovarianten und Videoessenzen, die ich habe, besser miteinander gemanagt werden. Ich glaube, in dem Aroot-Plugin, ich habe das jetzt nicht mehr getestet, habe ich immer nur eine Videoqualität. Und wenn ich 3 Videoqualitäten an den Nginx schicke, dann habe ich halt 3-mal eine Videoqualität auf unterschiedlichen URLs. Das ist natürlich nicht zielführend von dem Ganzen. Wir hätten theoretisch auch die Möglichkeit, auf den Nginx-Maschinen zu transkodieren. Machen wir in dem Fall nicht. Wir machen das direkt auf der Hardware hier unten. Aber die Möglichkeit wäre da. Momentan macht das Transcoding von den 3 Bildqualitäten, die wir jetzt gerade anliefern, dann der CDN-Provider. Die haben da einen Wowser-Server mit GPUs. Ja, kostet uns das nichts, sagen wir mal so. Können wir das einfach dort halt machen.
Genau, so funktioniert der Versand an den RTMP-Server. Wir definieren halt eine Applikation, die heißt in dem Fall V1. Live on ist quasi, dass wir einen Livestream haben wollen. Dann kann ich mit exec bzw. exec push, das in dem Fall das gleiche wäre, mir eine FFmpeg-Instanz starten oder auch beliebige andere Anwendungen, aber in dem Fall eben FFmpeg. Da wir eine Authentifizierung bei dem RTMP-Server von unserem CDN-Provider brauchen, kann ich nicht einfach nur die Push-Version oder die Push-Funktion von Nginx benutzen. Habe ich halt jetzt irgendwie auch keine Lust gehabt, mich da ewig mit zu beschäftigen. Habe einfach gesagt, okay, dann führe ich halt ein FFmpeg-Skript innerhalb der RTMP-Applikation aus und dann funktioniert das auch. Mit dem Recording habe ich gestern allerdings noch ein bisschen rumgebastelt. Das hat erst nicht funktioniert. Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach das Recording irgendwie, also man kann das Recording sowohl in der Applikation definieren, ich kann es aber auch so wie hier als separate Recording-Funktion innerhalb meiner Applikation definieren und so habe ich es jetzt gelöst, so funktioniert es auch. Und das Schöne an der Geschichte ist, Nginx bietet noch ein Control-Plugin, mit dem kann ich die Recordings starten und stoppen, noch so ein paar andere Sachen machen, ich kann Verbindungen droppen, solche Sachen. Das definiere ich dann allerdings in der Serverkonfiguration, an der HTTP-Server-Konfiguration des Nginx. Unten ist noch die Aufruf-URL, also ich rufe mit RTMP halt mein Protokoll, habe dann meinen Hostname, in dem Fall wäre die App das V1 und den Namen kann ich selber definieren. Können auf jede Applikation beliebig viele Namen-Streams sozusagen oder Stream-Keys schicken, wie man sie auch nennen möchte. Und die werden dann anhand des Dollars und Name auch weitergegeben an den CDN. Kurz zu den Webplayern. MPEG Dash hat meiner Erfahrung nach die beste Funktionalität mit Dash.js. Das ist vom Dash Industry Forum, die wiederum MPEG Dash mitentwickelt haben. Der Referenzplayer funktioniert meiner Meinung nach am besten, ist außerdem Open Source und darf bei verwendet werden. Bietet irgendwie, was jetzt für Rundfunkanstalten wichtiger ist, eine ganz gute Untertitelfunktion. Wird außer auf Apple auf allen Endgeräten unterstützt, soweit ich das bisher weiß. Und wer halt noch HLS braucht, der kann halt HLS.js benutzen, funktioniert mittlerweile auch auf allen Plattformen. Das wiederum ist der Punkt, an dem halt dann Rundfunkanstalten sagen, okay, wir brauchen ja gar kein Dash, weil wir haben ja HLS.js und funktioniert ja auf allen Plattformen und dann komme ich und sage, ja, aber wir hätten gerne irgendwie noch Untertitel und wir hätten gerne noch eine zweite Audiospur und kann HLS nicht so richtig. Gucken wir mal. Ja, und dann eine kurze Live-Demo, wir haben ja schon mal ins OBS reingeguckt, können wir eben nochmal machen, beziehungsweise ich kann einfach bei mir hier das Verzeichnis aufmachen. Wir synchronisieren unsere Konfiguration einfach über eine Nextcloud, so hat halt jeder Encoding-Client gleich die Konfiguration, die er braucht. Wir haben außerdem ein Text-Plugin im OBS definiert, das kann ich eben mal zeigen. Das sieht man hier links auch gerade. Der Text ist einfach nur eine Textdatei und sobald ich die eben auf der Nextcloud ändere, wird die natürlich von dem Nextcloud-Client, der hier läuft, neu runtergeladen. OBS lädt die neue Datei. Wunderbar, ich habe dann den aktuellen Programmplan der Veranstaltung und kann den hier theoretisch hier schön draufschalten und dann sieht den jeder Nutzer draußen. Kann man einfach machen. Genau. Das dazu, dann könnten wir, das ist eigentlich eine ganz nette Angelegenheit, uns, bevor wir überhaupt erstmal zum CDN gehen, was ja irgendwie eine gewisse Zeit dauert, und machen wir ihn da oben, aber holen wir mal hierher. Raum 6, wunderbar.
Ja, das, was eben beim Nginx ankommt, kann ich mir natürlich auch als RTMP abgreifen. Das ist eben ein klassischer RTMP-Server. Da hat man üblicher... Ah, jetzt höre ich mich selbst, genau. Ja, machen wir mal eben den Ton hier aus. Ich habe gewusst, dass irgend sowas passiert. Hat mal einer das Delay mitgezählt? Also üblicherweise haben wir jetzt gerade per HLS und Dash, wenn wir über den CDN gehen, einen Delay von 20 bis 30 Sekunden. Und wenn wir über unseren eigenen Nginx gehen, was haben wir da jetzt gerade? Vielleicht sind es 3 Sekunden, glaube ich. Ah ja, könnte sein. Hören wir mal auf mit dem Scheiß. Kann ich mir an der Stelle also etwas schnelleres Monitoring bauen. Genau, das dazu. Und auf der Website, ich habe mir eine Test-Website dafür gebaut, wo ich einfach eine Test-Website gebaut, die läuft bei uns drüben nebenan auf dem Beamer. Kann sich jetzt auch jeder draußen angucken, wer Lust hat. Ja, hauptsächlich, um zu wissen, was da draußen passiert. Das habe ich für verschiedene Räume gebaut, beziehungsweise, wenn wir mal zurückgehen, glaube ich. Genau. Ja, die URL funktioniert nicht. Das ist normal. Wir gehen am besten, wir können auch hier rüber gehen. Ja, da habe ich mir nochmal alle Funktionen, die ich halt so habe, gebaut, damit ich einfach weiß, ob Dash und HLS funktionieren, weil auf der Website von den Linux-Tagen haben wir natürlich eine Browserweiche eingebaut. Wie ich vor einer halben Stunde ungefähr erfahren habe, funktioniert die auf Apple-Geräten oder zumindest auf iOS-Geräten noch nicht so ganz. Werden wir dann auch nochmal schauen, was da los ist. Ich vermute, es ist irgendwie was an der Programmierung der Website nicht ganz korrekt. Kriegen wir garantiert auch noch raus. Genau. Das brauchen wir auch nicht mehr. Und dann können wir eigentlich auch zu dem Fragenteil kommen. Ich habe mir da mal so was Kleines überlegt. Naja, erst noch vielleicht zum Ausblick. Und ich kann ja mal die Fragesession schon mal starten. Es gibt von NewTek ein Protokoll, das heißt NDI, NewTek Device Interface oder so ähnlich, ist hauptsächlich für die Broadcast-Branche gedacht, um so ein bisschen diesen sogenannten digitalen SDI-Standard zu ersetzen. Ich habe damit so ein bisschen rumexperimentiert, hat halt verhältnismäßig geringe Last an der CPU, wenig Kompression, wenig Latenzen, Plug-and-Play funktioniert in irgendeiner Art und Weise. Und ich kann es halt frei benutzen. Es ist eine freie API, die ich in meiner Anwendung implementieren kann. Das wäre so eine Sache, die ich auf jeden Fall irgendwie ganz gerne implementieren würde. Dann eine andere Geschichte, hier einfach einen Raspberry Pi auf den Tisch zu stellen, der mir den Vortragenden anzeigt, das noch als Stream zur Verfügung stellen, um dann im OBS auch Videokameras oder besser gesagt halt den Vortragenden zu zeigen. Das wäre auch noch so eine Geschichte. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich ein ganz gutes Setup mittlerweile. Was ich auch halt noch machen wollen würde, wäre, dass ich nicht mehr auf den Clients schneide, sondern dass ich eben direkt auf der VM schneide. Aber mal gucken, ob wir das irgendwann noch umsetzen. Ja, wenn Fragen sind. Und bei Fragen bitte immer warten, bis das Mikrofon durchgereicht wurde. Also die eine Frage, die ich habe, ist eine ganz konkrete, und zwar, es wird ja auch schon seit einigen Jahren gestreamt. Es ist relativ auffällig, dass die Zeitspanne von dem Zeitpunkt, wo der Livestream zur Verfügung steht, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann nicht live die Sachen angucken kann, eigentlich recht lang ist, also so im Größenraum Monate. Gibt es da einen praktischen Grund oder ist es einfach nur, dass die nach dem Linux-Tag erstmal aufatmen angesagt ist?
Na, das zum einen. Also erstmal werden natürlich alle wieder in ihren normalen Alltag zurückgehen und sind dann so ein bisschen, ja, Linux-Tage aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann natürlich, dass diese Person, die das schneidet, letztes Jahr wurde sie unterstützt, aber davor die Jahre war sie halt alleine. Sie muss das halt machen und sie schneidet am Anfang was weg, am Ende was weg. Manchmal werden die Folien noch ersetzt. Manchmal müssen die Streams, die irgendwie nicht richtig aufgezeichnet wurden, neu zusammengefügt werden. Diese Sachen halt ziehen halt einfach Zeit bei den Vorträgen, bei 6 Vortragsräumen. Ich glaube, 8 Vorträge pro Tag, pro Raum. Da kommt schon ganz gut Arbeit zusammen. Ja, und die zweite Frage. Ja, genau. Da oben ist einer, der uns auch noch mit dem Video unterstützt. Also teilweise werden, wenn Videoaufnahmen von den Streams vorhanden sind, auch noch Videos dazugeschnitten und das ja dann nochmal potenzierter Aufwand. Ja, und dann noch eine ganz kurze Frage. Habt ihr euch auch mal angeguckt, was die beim CCC machen? Die haben bei ihren Veranstaltungen ja auch großen Streamingbedarf und haben da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch öffentlich verfügbare Lösungen. Also ich habe es mir irgendwie nur mal so rudimentär von außen angeguckt, aber nicht wirklich intensiv. Aber das ist richtig, das wäre ein Ansatz. Ich glaube allerdings, dass die deutlich mehr mit Hardware machen. Also sprich, haben Bildmischer von Blackmagic, solche Sachen, die können wir uns halt, auch wenn sie günstig sind, hier nicht leisten. Ist diese VM, die Ubuntu VM, ist das jetzt eine Mediabuntu-Version? Also ich weiß, dass es diese Variante gibt, aber ich habe damit jetzt noch nicht gearbeitet. Aber es hätte ja sein können, dass das jetzt so gut zusammengestellt ist, dass man das eben nutzt. Oder ist das ein ganz normales Ubuntu? Ich glaube, hier hätten wir einen Scientific Linux oder so bekommen. Und das basiert, glaube ich, auf CentOS. Und mit CentOS waren meine Erfahrungen, ich weiß es nicht genau, kann auch irgendwie Red Hat oder irgendwie was aus der Richtung sein. Aber waren meine Erfahrungen eher so semi-gut. Und mit Ubuntu habe ich einfach, also meine persönliche Erfahrung mit Ubuntu ist irgendwie größer. Und ist einfach eine Standard-Ubuntu-Installation. Eigentlich hatte ich sogar ohne Oberfläche, es ist jetzt mit Oberfläche. Meistens habe ich sogar ohne Oberfläche installiert. In der Mitte drin. Danke erstmal für den Vortrag. Mich würde interessieren, gibt es Ihrerseits ein paar Angaben von der Verbraucherseite? Wie viele Leute greifen zu? Was sind die Datenmengen, die da bewegt werden? Ob Sie da vielleicht noch ein paar Zahlen nennen könnten? Also heute Morgen kam eine Mail vom Dienstleister, dass so etwa 80 Abrufe waren. Das war um 10 Uhr. Also das war schon okay. Letztes Jahr meine ich, dass das durchschnittliche Nutzerzahl so bei etwa 100 lag. Also ist nicht wirklich groß, die Abnahme, aber sie sind da. Die eine Frage mit dem Videoschnitt aufgegriffen. Wie lange ist die durchschnittliche Zeit, die von quasi heute, wenn der Vortrag jetzt zu Ende ist, bis zur Verfügbarkeit online? Da das nicht mein Part ist, kann ich das nicht so genau sagen. Ich glaube, letztes Jahr waren schon nach 2 Wochen die ersten draußen. Die Jahre zuvor hat es, glaube ich, manchmal Monate gedauert. Also wenn, falls der Kollege nebenan das gerade hört, der darf gerne anrufen und das Gegenteil erzählen. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann kann ich mich auch nur bedanken für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß.